Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Immer. Abwarten. Immer noch hier. Ich muss mir mal angewöhnen, das zu einer anderen Tageszeit aufzunehmen. Das geht mir auf den Sack. Was habe ich denn hier? Das sieht immer aus, hey, der Dreck im Bad. Das sind diese scheiß Bartperlen. Ja, nein, so, doch. Überhaupt Bartperlen ist albern, ich weiß, aber kam gerade die neue Staffel von Vikings Valhalla, habe ich schon durchgebinged. Und ja, da bin ich immer empfänglich für so einen Scheiß. Ja, nicht drauf achten. Ich habe hier noch einen kleinen ketzerischen Text, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Das gibt eine Anzeige. Er heißt Habemus Papam oder auch Holy Smoke 2.0. Warum 2.0? Weil ich schon mal einen ähnlichen Text hatte, der aber leider irgendwie seitdem als verschollen gilt. Habe ihn nicht mehr gefunden. Schade. Aber für mich trotzdem 2.0, weil im Kopf ist das halt so. Muss man nicht verstehen. Los geht's. Fumus Albus. Weißer Rauch im Vatikan. Nanu? In der Tat sorgte eben dieses bis weithin über die Kolonnaden sichtbare Phänomen am Morgen des vergangenen Donnerstags sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vatikanstadt für großen Aufruhr, wilde Spekulationen und medialen Rummel. Doch kam von offizieller Stelle auch bereits kurz darauf Entwarnung. Der Papst erfreue sich bester Gesundheit, der heilige Stuhl bleibe besetzt und auch die Glocken des Petersdoms blieben an diesem Tage stumm. Ursprung der Verwirrung, wie der Pressesprecher des Konklave zu Protokoll gab, scheint ein nicht genehmigtes Feuer im 1939 erbauten und eigentlich stillgelegten Kaminsims des Konklave zu sein, welches ein gewisser Pater Eusebio Lesotti entfacht haben soll, der in geistiger Umnachtung versuchte, eine selbstgemachte Pizza mit einem extra dünnen Boden aus mit Speichel und Kugident zusammengeklebten Oblaten darin zuzubereiten. Pater Eusebio war unmittelbar zuvor aus dem betreuten Wohnheim für Geistliche im Ruhestand ausgebüxt und hatte neben dem Vorrat an geweihten Oblaten auch 3 Flaschen Messwein stibitzt und sich einverleibt. Nein, doch. Als die Gardisten ihn behutsam stellen wollten, um ihn der Obhut der Schwestern zu übergeben, gipfelte dieser Versuch unerwarteterweise in einer spektakulären, wenn auch kurzen und wenig temporeichen Verfolgungsjagd, da der findige Eusebio den Zweitschlüssel des Papamobils von einem hohen Würdenträger geborgt hatte. Der offenbar verwirrte Pater wurde wegen seiner Vergehen noch am selben Tage von höchster Stelle per Dekret exkommuniziert und musste sich des weiteren auf Geheiß des Heiligen Vaters einem römischen Exorzismus unterziehen, insbesondere da er zum Anfeuern Bibelseiten und getragene Nonnenunterwäsche genutzt haben solle. Ein unverzeihliches Sakrileg in den Augen des Klerus. Der Fall erinnert einige der treuen Leser sicherlich an einen ähnlichen Vorfall aus dem Jahr 2017, als der deutsche Tourist Herbert K. aus Wattenscheid beim Posieren für ein Selfie vor dem Petersdom beherzt an seiner 200 Watt E-Zigarette gezogen hatte und damit ungewollt Terroralarm der Stufe 2 ausgelöst hat. Apropos, sind nur 14,8 Watt. Kleiner Scherz. I'm Michael Jordan. Stop it. Get some help. Buja. Auch anno 2015 kam es zu Konfusion und Aufregung im sonst so ruhigen und beschaulichen Vatikanstaat. Diesmal aber wegen einer rußschwarzen Rauchwolke, die aber nicht etwa aus besagtem Kaminrohr entsprungen war, sondern aus dem verbeulten, rostigen Auspuff eines 92er Fiat Punto
als Schwester Agatha zum Markt fahren wollte, zuvor aber wohl Diesel statt Normalbenzin getankt hatte. Nun, der heilige traditionelle Ritus der farbigen Rauchzeichen sollte vielleicht einmal in puncto Diversität überdacht werden. Eine breitere Farbpalette und alternative Farbauswahl könnten helfen, solche Missverständnisse zukünftig zu vermeiden. Habe ich da gerade wirklich die Begriffe Innovation, Zeitgeist und Diversität im Kontext zur katholischen Kirche benutzt? Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Vielleicht. Danke fürs Zusehen oder Zuhören. Warum so ein Text gerade jetzt? Ich denke, Fake News sind im Moment willkommen. Und alle mal besser als die echten Nachrichten. So.